Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal Part 52. Da oben ist so ein bisschen die Asche, es regnet so. Das ist schon echt geil. Treten wir ein. Anwesen des alten Mannes. Boah, es ist auch relativ kalt draußen, obwohl es Sommer ist. Einig bin ich drin. Ich frage mich, wie das Gästezimmer aussieht und vor allem, wie das Haus des alten Mannes aussieht. Sind hier auch überall Statuen oder sind hier nur so Gartenutensilien? So, folgt mir, eure Gemächer sind oben. Ja, ist ganz nett. Wie bereits erwähnt, wird Meister Gaius diese Nacht musizieren. Verzeiht also, wenn es euch vom Schlafen abhält. Aber wenn ihr einen Rat wollt, hört zu. Nirgendwo auf Wien werdet ihr etwas Vergleichbares hören. Na, dann werden wir das tun. Euer Meister ist also Künstler, ja? Ich habe die Puppen gesehen. Sehr interessant. Interessant? Ja, das sind sie. Alter. Meister Gaius sagt immer, Kunst ist einzigartig, weil sie es uns erlaubt, dorthin zu sehen, wo unser Verstand wegsieht. Wie meint er das? Nun ja, wir alle haben Dämonen in uns. Erinnerungen, Wahrheiten, die wir tief brennen, unser Unbewusstes gesperrt haben, weil wir sie nicht sehen wollen. Wahre Kunst durchdringt diese Barrieren und erinnert uns an das, was wir wirklich sind. Dieses Teil. Die Ernte. Interessanter Gedanke. Ich habe diese Statue schon mal gesehen. Hier wären wir. Macht es euch bequem, ich informiere euch, sobald der Meister bereit ist, euch zu sehen. Ach, und übrigens, nennt es Intuition oder Vorhersehung, aber ich hatte ein Gefühl, dass wir heute Nacht Besuch bekommen würden und deshalb habe ich eine kleine Mahlzeit vorbereitet. Das Fleisch ist mir ein wenig angebrannt, aber schmecken sollte es dennoch. Bedient euch also. Okay. Nun entschuldigt mich bitte, ich muss ruhen. Es ist spät und der Tag war anstrengend. Natürlich, schlaft wohl. Und hab Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Die Ernte. Ich kann mich nicht bewegen, also... Ah, jetzt. Die Tür zugemacht. Und weg ist er. Nenn mich paranoid, aber irgendwie lief mir das alles ein wenig zu glatt. Ja, mir auch. Nicht nur dir, irgendwas ist an diesem Kerl ist seltsam. Zum Beispiel, dass er schon am Tor stand, genau, als du geläutet hast. Und natürlich die Tatsache, dass er mit einem alten Mann zusammenlebt, der den Sagen nach älter als der schwarze Wächter ist. Aber jedem das Seine. Was tun wir nun, warten? Ja, ein oder zwei Stunden, bis dieser Diener schläft. Ich habe einen Schlauch Wein dabei, den können wir uns ja in der Zeit gönnen. Dieses Essen würde ich nicht anrühren. Ja, das denke ich nämlich und auch. Währenddessen könntest du mir ja noch einmal von deiner Prüfung erzählen, wenn du willst. Oder irgendetwas anderes. Hauptsache, es lenkt mich von diesen potthässlichen Figuren in der Ecke. Ja. Reichen. Ah. Also, der Bildschirm ist schwarz. Ja. Verstehe. Ein interessantes Gedankenspiel, das mit dem letzten Moment, der ewig währt. Wusstest du, dass kyrannische Mentalisten sich in ihren Träumen bewusst werden können, dass sie träumen? Dort existieren sie dann losgelöst von Zeit. Luzides Träumen. Es soll einen Arkanisten gegeben haben, der 1000 Jahre in seinem Kopf gelebt hat, während er in der echten Welt nur 8 Stunden geschlafen hat. Cool. Aber naja, das ist ein Thema für sich. Ich denke, jetzt ist es spät genug für unsere kleine Exkursion. Finden wir dieses Relikt. Okay. So, da ist sie also, die Musik, die alle Barrieren durchdringt. Ebenso heiter wie dieser Ort. Interessant. Brennen.
speichere jetzt vor jeder Tür, die ich öffne. Ich kann hier jede Tür öffnen, zum Glück. Also Expertentüren zumindest. Meister kann ich ja noch nicht, leider. Ah. Er spielt Klavier. Ich habe tatsächlich auch ein... wie nennt man das? Waren das mal Menschen? Ich habe auch tatsächlich ein Keyboard hier stehen, habe noch nie wirklich was drauf gespielt, weil ich nicht kann. Ist das hier Kunst? Oder kann das weg? Seltsamer Kristall. Nägelfass. Es leckt hier so ein bisschen. Hufeisen. Eine Truhe. 25 Groschen. Gleich mitnehmen. Seltsames Zimmer. Ach du Kacke. Künstler, ne? Beric? Wir müssen das Artefakt finden. Eine Truhe, eine geheime Kammer, irgend so etwas. Ich mach aber trotzdem nochmal hier die Tür zu. Ich wette, wir werden hier irgendwie nicht gut rauskommen. Just saying. Es regnet immer noch. Es ist tief, tief in der Nacht und der Regen hört einfach nicht auf. Brennen. Müssen wir die anzünden? Brennen. Uah. Fast runtergefallen. Benötigt einen Schlüssel. Benötigt einen Schlüssel. Hier tosten wir nach unten. Was der gute Dalverek gesagt hat, komisch, dass der Diener schon an der Tür stand. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich da hinten hingeguckt habe, wo der Diener stand. Und der stand an so einem Brunnen. Also entweder hat er Wasser geholt, oder er wusste, dass wir kommen. Er hat ja auch Essen gemacht. Bücher, Bücher, Bücher. Das müssen Jahrhunderte sein. Goldenforst. Nehmen wir mal mit. Magisches Symbol. Salz. Wacholderbeeren. Das sind meine Wacholderbeeren. Meine. Das ist ekelhaft. Silberplatte mit Nahrung. Wie klein ist denn das? Gewicht 1. Das nehmen wir mal mit. Wenn ich das jetzt mal rauswerfe. Wie groß ist das? Ich könnte diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Oh, okay. Keine Kompromisse. Ein Totenschädel. Komische Steinstühle. Licht wird aus deinen Augen scheinen. Ein Vater mit dem Kind und das Kind hat kein Herz. Okay. Experte. Ausstellungsschrank. Einige sind hier mit Dalverek hier. Ich glaube, andere Leute würden es nicht so geil finden, wenn wir hier so viel plündern. Komm schon. Komm schon. Wenn wir Einhandkämpfer wären, wäre das Schwert bestimmt super. Aber zum Ausstellung wäre es bestimmt auch super. Bestimmt auch geil. Wir haben viele Dietriche da unten einfach liegen müssen. Kaputte. Knochenreißer. Absolviert 3 Lebenspunkte. Wie geil das aussieht. Hammer. Das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Wohnung und hängen uns es irgendwo hin. Hat irgendwas zu den Büchern gesagt?
Hatte ich schon gelesen. Die Tür da hinten ist offen, das gefällt mir nicht. Offene Türen sind nie etwas Gutes in einem Haus, das eigentlich, wo eigentlich alle schlafen sollten. Das sieht mir nach seinem Arbeitszimmer aus. Hier könnten wir fündig werden. Sehen wir uns mal um. Mein Leben bei den Skarak. Lesen, alchemistische Aufbereitung der Kristall. Qualle. Und ihren Nutzen. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr es mögt. Mein Leben mit der... Aufstieg und Fall. Hat das was mit den Statuen zu tun? Benutzen Kette, das machen wir gleich. Der Stolz der Arasiala. Das Buch leuchtet auch ganz unangenehm. Ein paar der Bücher in den Regalen sehen seltsam aus. Das solltest du dir mal ansehen. Hab ich schon. Leeres Pergament. Brief. Geschätzter Freund, welch eine Freude, wieder von dir zu hören. Ich will dich nicht anlügen, meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Anfangs erschien die Entwicklung auf Nerim sehr vielversprechend, aber nun bewegt sich doch alles wieder in gewohnte Bahnen. Auch du, mein Freund, bereitest mir Sorge. Ich kenne dich als Mann großer Charakterstärke, aber die Worte deines letzten Briefes machen mir Sorgen. Vergiss nicht, was mich damals zum Scheitern verurteilt hat. Stolz war mein Fall. Lass es nicht deine sein. In brüderlicher Liebe, Gaius. Die Aufzeichnungen des wegenlosen Wanderers. Könnt ihr euch natürlich durchlesen. Ich finde krass, wie viel die Bücher, also wie viel sie immer in den Büchern schreiben. Ich wünschte, es gäbe eine Seitenanzahl. Das wäre echt geil, aber es wirkt irgendwie nicht so. Beziehungsweise es ist nicht so. Träume. Wer waren die Pyria? Eine Abhandlung. Lehrbuch, 2 Punkte, cool. So. Sehr viel leeres Pergament auf dem Boden. Dann ziehen wir mal an der Kette. Nichts geschieht. Mein Fall. Jetzt verstehe. Genau. Diese Bücher sind Teil eines Mechanismus. Ich glaube, wir müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Ja, ist mir klar geworden. Oder mein Fall. Stolz. War. Mein Fall war Stolz. Mein Fall. Also warte, ich mache erstmal. Nichts geschieht. Gut. Mein Fall war Stolz. Nichts geschieht. Gibt es noch andere Bücher? Ich dachte, es wäre richtig gewesen. Mein Fall war Stolz. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, so, nee. Nichts geschieht, naja, aber nochmal. Mein Fall war Stolz. Können wir uns jetzt irgendwo umgucken? Ist jetzt irgendwo irgendwas passiert? Hier vielleicht? Nö. Oben? Das macht ja immer irgendwelche Geräusche. Nötig Schlüssel.
Benötigt Schlüssel. Brennen, brennen, brennen. Da ist nix. Da ist dieses komische, gruselige Zimmer. Nichts geschieht. Vielleicht war auch eine Frage. War mein Fall stolz? Fragezeichen. Nichts geschieht. Stolz war mein Fall vielleicht noch. Stolz war mein Fall. Yes! Das klingt gut, ich. Hey! Geld. Da liegt Geld. Da wäre ich. Hilfe? Ach du Kacke. Hoffentlich geht's ihm da oben gut. Oder wird's ihm halt noch gut gehen? Jetzt, wo wir weg sind. Anwesen des alten Mannes Sanctum. Ich hab Angst. Okay. Ihr hört ein einrassendes Geräusch. Autosaving. Interagieren Frau im Wasser. Ihr spürt ein seltsames Kribbeln im Bauch, als ihr die Frau im Wasser ansteht. Sie wirkt bewusst lebend. Hallo? Gaius, was ist? Warum wächst du mich? Sind wir angekommen? Ich wollte nach dir sehen. Wer ist Gaius? Nie zu alt für Scherze, nicht wahr? All die Jahre. Es tut mir leid, dass du so viel ertragen musst. Immer wieder dasselbe Spiel. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer das für dich sein muss. Boah, Gänsehaut, was ist hier los? Aber weißt du was? Ich glaube an den Traum nach wie vor. Ich rede normal mit dir. Kann ich nicht mehr. Schade. Na dann. Hört ein anrastendes Geräusch. Hört ein Klicken, ihr hört ein anrastendes Geräusch. Weil ich hier draufstehe, das ist ein Fahrstuhl wieder mal. Ah, ja. Hört ein Klicken. Sieht nicht so eben aus, sieht aus, als wäre es eher so ein Rohr. Ich hab Angst, ey. Wie geil, ey. Was ist hier los? Wohin führt, wenn wir unter der Erde sind? Warum ist hier... Oh mein Gott, das muss ich zensieren. Oh scheiße, hier steigt mal Arkanistenfieber wie sonst was. Das Wort der Toten, das muss es sein. Glühwürmchen fangen. Alter. Noch mehr Glühwürmchen. Sieht zwar richtig geil aus, aber ich muss sie leider fangen. Alter. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr eure Hand der Schatulle entgegenstreckt. Was für eine Rolle soll ich einsetzen? Wir sehen uns gleich wieder in einem nächsten Part von Let's Play Enderal.
Und ich frage mich, was wir im Kopf des Pyreas sehen werden. Und wie es Jasper geht und wie es hier weitergeht. Bis gleich.